Die Digitalisierung in Deutschland ist in vollem Gange. Leider falsch. Flächendeckend schnelle Internetverbindungen sind immer noch Fehlanzeige, insbesondere in kleinen Städten und Gemeinden. Deutschland tut viel für den Klima-, Natur- und Artenschutz. Leider falsch. Viele junge Menschen gehen zurzeit auf die Straße, weil ihre Zukunft zerstört wird. Deshalb fordern wir zum Beispiel für den öffentlichen Nahverkehr einen umfangreichen Ausbau und eine deutliche Vergünstigung. Wohnraum ist für jeden bezahlbar. Das stimmt leider nicht. Dabei gibt es viele leerstehende Gebäude, die nicht genutzt werden, weil sie renoviert werden müssten, sich ihre Besitzer das aber nicht leisten können. Deutsche Unternehmen produzieren fair, tierfreundlich und ökologisch. Das stimmt in den meisten Fällen leider ganz und gar nicht. Um die Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten, fordern wir zukunftsfähige Unternehmen für die Gemeinden zu gewinnen. Zum Beispiel Secondhand-Läden, vegane Restaurants oder Geschäfte für ökologische und ethisch produzierte Kleidung. Deutschland ist Vorbild beim Tierschutz. Stimmt, wir haben die erste Tierschutzpartei der Welt gegründet. Aber ansonsten sieht es leider immer noch sehr schlecht aus. Daher fordern wir zum Beispiel keine Genehmigungen für Massentierhaltungen. Dafür aber eine Katzenschutzverordnung inklusive Kastrationspflicht und Kennzeichnung sowie mehr Geld für Tierheime. Wollen auch Sie, dass künftig mehr kommunale Politiker die Fakten ernst nehmen? Dann wählen Sie am 26. Mai die Tierschutzpartei.